Ja, das Repertoire meiner Heilpraktikertätigkeit ist sehr vielfältig, aus dem Grund, dass auch die Patienten, die zu mir kommen, sehr individuell mit ihren Krankheiten und Symptomen bei mir Hilfe suchen. Und deshalb ist es wichtig, ein großes, vielfältiges Angebot anbieten zu können. Zum einen wäre das ein Coaching-Angebot, die Psychotherapie, speziell mit dem ILP-Coaching, um die Beziehung zum eigenen Körper oder auch zum sozialen Umfeld verbessern zu können. Oder auch verschiedenste Naturheilverfahren, wie jetzt zum Beispiel die Neuraltherapie, speziell zur Schmerzlinderung oder auch die Eigenbluttherapie, um das Immunsystem regulieren zu können. Oder die Infusionstherapie mit hochdosiertem Vitamin C, Kurkuma-Infusionen oder auch den Aminosäuren-Infusionen. Im Jahr 2016 ist bei mir ein Tumor festgestellt worden und ich wollte natürlich nicht nur mich der Schulmedizin anvertrauen, sondern ich wollte auch andere Praktiken versuchen, die mir in meiner Krankheit dann weiterhelfen. Und so bin ich dann übers Internet Recherchen und auch durch Freunde und Bekannte und letztendlich auch durch meine Ehefrau darauf gestoßen, dass ich zur Renate mich begeben habe. Wir haben da natürlich sehr viele Gespräche geführt und durch die Krankheit hat es auch sehr viele Höhen und Tiefen gegeben in meinem Leben bis jetzt. Aber ich muss sagen, alleine die Gespräche haben mir sehr geholfen und natürlich auch die anderen Anwendungen wie Infusionen, Eigenblutbehandlungen und das Ganze, was die Renate mit mir durchgeführt hat, hat mir eigentlich in diesem Lebensabschnitt, wo ich bis jetzt durchwandert habe, sehr geholfen. Das Ganze ist menschlich, man fühlt sich aufgehoben, man fühlt sich geborgen. Es ist nicht ein Verhalten, wie wenn man in einer Klinik ist oder vom Arzt behandelt wird, sondern ich war immer begeistert nach der Behandlung, was ich von diese danach hat mitnehmen können. Natürlich auch, wenn es einmal Tiefen gegeben hat, aber durch die Gespräche, wo man dann mit der Renate geführt hat, hat es eigentlich wieder ermutigt, weiterzumachen und das Ganze. Und so haben wir es einmal bis jetzt so durchgeführt. Und so, dass ich sagen kann, ich kann es jedem empfehlen, wenn er das bei der Renate macht, dass er dann nur Gutes widerfahren wird.